vergrößern, verkleinern. Mesut Özil wurde im WM-Spiel gegen Mexiko nicht gezielt ausgepfiffen. Urheberrecht Getty Images. Mesut Özil läuft erstmals seit der Erdogan-Affäre wieder für das deutsche Team auf. Pfiffe, wie gegen İlkay Gündoğan, sind dabei vom Publikum nicht zu vernehmen. Beim ersten Einsatz von Mesut Özil für die Nationalmannschaft seit seinem umstrittenen Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan sind lautstarke Unmutsbekundungen der Fans weitgehend ausgeblieben. Im ersten WM-Gruppenspiel Deutschlands gegen Mexiko am Sonntag waren von den Fans des DFB-Teams nur vereinzelt Pfiffe gegen Özil zu hören. Stattdessen wurde aber nahezu jeder Spieler der deutschen Mannschaft von den zahlenmäßig überlegenen mexikanischen Fans im Moskauer Luzhniki-Stadion ausgepfiffen. Özil und İlkay Gündoğan hatten sich Mitte Mai in London mit Erdogan getroffen und damit eine heftige Debatte entfacht. Gündoğan wurde daraufhin im Länderspiel in Leverkusen gegen Saudi-Arabien am 8. Juni bei seiner Einwechslung und danach bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen worden. Özil fehlte bei dem Spiel wegen Rückenproblemen. Die Erdogan-Affäre hatte das DFB-Team in der Vorbereitung auf die WM in Russland belastet. Von Florian Plettenberg folgen @plettigol. Florian Plettenberg, Jahrgang 1988, studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kassel. Anschließend volontierte er an. Mehr von Jochen Stutzki folgen @jochenstutzki. Jochen Stutzki, Jahrgang 1980, schloss sein Studium der Diplom-Sportwissenschaften in München ab. Parallel zum Studium absolvierte mehr Maximilian Lotz, Jahrgang 1986, studierte Medien und Kommunikation in Passau und anschließend Multimedia.